Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Music To Be Murdered By von Eminem in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Music To Be Murdered By von Eminem, das Ganze am 17. Januar diesen Jahres erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rap. Jawohl, das Album ist schon etwas länger draußen. Wie gesagt, im Januar, Anfang des Jahres, kam das Album überraschend, ohne große Promophase oder Ankündigung, so wie damals auch schon bei Kamikaze. Und lange hat es gedauert, aber schlussendlich wurde es doch noch was. Jetzt, so ja, 8 Monate später, am 18. September, kam dann die Vinyl Edition endlich raus. Es ist das 11. Album von Eminem und sowohl der Albumtitel als auch das Artwork und die Idee dahinter sind eine Hommage an Alfred Hitchcock. Und zwar hat der ein Album rausgebracht. So sieht das aus. Hieß genau gleich, also Music To Be Murdered By. Und das erschien im Jahr 1958. Ja, das ist schon etwas her. Jetzt 2020 hier die Version von Eminem. Wir werden als erstes mal die Vinyl hier aus der Folie befreien. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, wir haben hier ein Gatefold. Und das ist das Album. Also hier oben links einmal der Interpret zu sehen mit schwarzem Haar. Dann lesen wir hier Music To Be Murdered By Stereo, the finest in Hip-Hop since 1999. Slim Shady, dann daneben noch seine bekannte Hockey-Maske. Ein Verbraucherhinweis auf Englisch. Und hier passend zum Albumtitel gibt es jede Menge Blut, das hier herunterläuft. Also Music To Be Murdered By, der Name ist Programm. Auf der Seite auch wieder Albumtitel Eminem und hier die Nummer. Und auf der Rückseite haben wir dann die Infos. Und zwar haben wir hier einmal Music To Be Murdered By. Hier ist nochmal die Information zu diesem Album. Könnt ihr euch gerne kurz durchlesen, also so eine Widmung quasi von Eminem. Dann haben wir die Titel, die Tracklist hier, insgesamt 20 Stück. Und wir haben hier jede Menge Features, unter anderem von Juice WRLD oder Ed Sheeran oder Royce da 5'9". Also hier sind echt ohne Ende Leute mit dabei. Dann nochmal ein Foto, in diesem Fall die Rückenansicht. Also es ist im Prinzip das, was wir hier vorne sehen, nur von hinten. Und hier sehen wir eben, dass hinter seinem Rücken eine Axt und ein Revolver verborgen waren. Dann haben wir Executive Producers, Dr. Dre und Slim Shady, also Eminem und Dr. Dre. Dann natürlich die Labels, die Beteiligten und ein Barcode. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Und zwar sieht das Ganze hier so aus. Also auch das hier vom Artwork her angelehnt an den originalen Teil aus dem Jahr 1958 an Alfred Hitchcock. Das Artwork damals von Alfred Hitchcock genauso. Auf der rechten Seite haben wir dann die gesamten Credits. Bedeutet, jeder einzelne Track ist hier angeführt mit den Infos, wer daran beteiligt war, wer hier mitgewirkt hat. Kann man hier alles noch nachlesen. Dann hier ein blutiges Bild, in diesem Fall so das Profil von Eminem. Okay, ja. Also hier gibt es jede Menge Infos zu den einzelnen Tracks. Doppelgatefold, wie gesagt, bedeutet, wir haben hier eine Doppelvinyl. Einmal hier in dieser Stecktasche und einmal in Stecktasche Nummer 2. Und dann schauen wir gleich noch, ob hier eventuell noch was drin ist. Nein, sieht nicht so aus. Hier ebenfalls nicht. Ja, also keine CD oder Downloadcode beigelegt. So, und dann kommen wir zu den Vinyls. Die kommen hier in ganz klassischen weißen Papierhüllen. Das ist Nummer 1. So, aber dafür sind die Vinyls nicht ganz so klassisch, denn, wie wir hier sehen können, sind die hier so transparent. Also die sind in so einem, ja, ich würde sagen, Grau gehalten, in so einem Dunkelgrau. Allerdings, wie gesagt, wirklich durchsichtig. Man kann hier durchsehen. Das ist die A-Seite mit den ersten 6 Tracks. Auf der Rückseite dann die B-Seite mit weiteren Tracks, in diesem Fall
weitere 4 Tracks. Und dann schauen wir uns gleich die zweite Vinyl an. Und zwar ist das diese hier. Kommt natürlich auch in einer weißen Papierhülle. Und das ist dann die C-Seite mit den Tracks 11 bis 16 und auf der Rückseite dann die Tracks 17 bis 20. Ja, also wie gesagt, 20 Tracks hier auf diese Doppelvinyl verteilt. 10 auf der ersten, 10 auf der zweiten. Und das Ganze kommt hier in diesen weißen Papphüllen. Zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Die eben gezeigte Doppelvinyl mit den 20 Tracks und jede Menge Features. Wie gesagt, Downloadcode oder CD leider nicht dabei. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Music to be Murdered By von Eminem. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Eminem unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.